Bin ich ein Computergenie, das versehentlich falsch abgebogen ist, oder bin ich doch ein skrupelloser Krimineller, der über Leichen geht? Findet es heraus in der nächsten Staffel von... Euer Ernst, das sage ich so nicht. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Ein Jugendlicher verkauft aus seinem Kinderzimmer raus Drogen online schnell. Dafür geht er ins Gefängnis. 4 Jahre später wird er entlassen, ist endlich erwachsen geworden und hat aus seinen Fehlern gelernt. Er führt ein ganz normales Leben. Zahlt seine Steuern, bis er in Rente geht und im Alter von 83 Jahren, naja, eben stirbt. Jetzt sage ich nichts mehr ohne meinen Anwalt.